Am 30. Mai hatte Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig zum Jahresempfang nach Parchim eingeladen. 300 Gäste aus Politik und Wirtschaft, Kommunen, Verbänden und Vereinigungen aus Kultur, Ehrenamt und Sport. In ihrer Rede zeigte Schwesig sich dankbar für den Zusammenhalt im Land während der Corona-Pandemie. Sie sprach über den Ukraine-Krieg und solidarisierte sich klar mit der angegriffenen Ukraine. So waren zum Empfang in Mecklenburg-Vorpommern lebende Ukrainerinnen und Ukrainer eingeladen. Wirtschaftswachstum, sozialer Zusammenhalt und Umweltschutz sind die zentralen Ziele der Landespolitik. Nach ihrer Rede erhielten 3 Menschen aus Mecklenburg-Vorpommern den Verdienstorden des Landes. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Und leider musste ja der Jahresempfang jetzt 2 Jahre ausfallen. Und es wird Zeit, dass wir wieder solche Würdigungen machen können. Gerade in diesen Zeiten, die sehr herausfordernd sind, wo Menschen sich fragen, wie geht es weiter, sind gerade Menschen, die zeigen, ich packe an, ich helfe, dass es unserem Land gut geht, dass wir uns gut entwickeln, etwas ganz Besonderes. Geehrt wurden Angelika Stiemer, Ulrike Seemann-Katz und Valerie Bunimov. Angelika Stiemer ist seit über 10 Jahren Vorsitzende des Kinderschutzbundes im Landesverband Mecklenburg-Vorpommern. Ja, erstmal war ich natürlich überrascht, dann als zweites erfreut. Und für mich ist es erstmal ein Dank und eine Anerkennung, aber auch zugleich Ansporn, weiter ehrenamtlich tätig zu sein. Und gerade als Rentnerin hat man ja jetzt auch mehr Zeit. Ich muss aber aufpassen, dass es kein Vollzeitjob wird, die vielen Ehrenämter. Aber es macht unwahrscheinlich viel Spaß. Ulrike Seemann-Katz setzt sich seit Jahren hauptberuflich und ehrenamtlich in der Integrationsarbeit und Flüchtlingshilfe aktiv ein. Das ist für mich eine ganz große Ehre, natürlich nicht nur für mich, sondern stellvertretend für alle Menschen, die in der Flüchtlingshilfe engagiert sind, die sich für Menschenrechte einsetzen. Ja, das ist eigentlich aufregend gerade. Valerie Bunimov etablierte mit anderen jüdischen Immigranten die jüdische Gemeinde in Schwerin. Seit 25 Jahren engagiert er sich ehrenamtlich als Vorsitzender des Landesverbandes der jüdischen Gemeinde in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist eine große Ehre für unser Landesverband. Das ist eine große Ehre für beide jüdische Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern, in Schwerin und Rostock. Für alle jüdischen Menschen, welche in unserem wunderbaren Land leben. Im weiteren Verlauf des Abends konnten die Gäste sich ohne Maskenpflicht und ohne Corona-Beschränkungen austauschen. Die Jahresempfänge 2020 und 2021 konnten aufgrund der Pandemie nicht stattfinden. Jetzt geht es für die Landesregierung darum, auch für 2022 ein maßvolles Corona-Management umzusetzen.